Hi, meine lieben Gruselschnecken und Schneckerichs. Wir sind zurück bei That Technican, The Man from the Window 2. Hab ich gerade so am Rande mitbekommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, was passiert, an welchem Spiel oder an welchem Punkt das Spiel jetzt anknüpft. Und wir reden gar nicht lange. Wir gehen da jetzt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ach, da ist sie wieder. War eigentlich klar. Ne, Mama Hase, aber jetzt anders. Hey Junior. Junior war ja unser Kind letztens. Ne? Ja gut, weiß nicht, wie viele Jahre jetzt dazwischen liegen. Einige anscheinend. Hey Ma. Einige. Unser Sohn ist jetzt groß. Alles gut? Ja, mir geht's gut. Ich hatte ein paar Minuten und bevor meine Pause zu Ende ist, so dachte ich mir, ich rufe dich mal an. Also ich rufe euch zweimal an, um zu schauen, wie es euch geht. Och, danke dir, mein Süßer. Uns beiden geht's gut. Ich habe ein paar Extra in meiner Handtasche gefunden. Also haben wir was zu essen bestellt. Es wird nicht allzu lange dann, bis es hier ist. Super, super. Genießt ihr zwei das mal. Ich leg mal auf und gehe wieder an die Arbeit. Wir haben so viel zu tun hier heute. Und er darf heute Abend den Gabelstapler fahren. Sagt der kleinen Missy, hallo. Würdest du? Das mache ich, Honey. Danke, Ma. Wir sprechen später. Audrey? Und wir haben... Junior hat mittlerweile eine Tochter. Wo ist denn aber die Mutter? Wo ist die Mutter? Okay. Ja, Grandma? Dein Papa lässt Hallo ausrichten. Ist er immer noch auf Arbeit? Ja. Er hat während seiner Pause angerufen. Hast du deine Hausarbeiten erledigt? Ja, habe ich, Oma. Okay. Das ist das, was ich hören möchte. Klopf, klopf. Oh, das wird das Essen sein. Ich hol's. Ja, wo ist die Mutter? Mein Gott, ja, es gibt auch alleinerziehende Väter. Sag ich, das ist nicht gemeint, aber... Hä? Ich könnte schwören, dass ich es hab klopfen gehört. Du nicht auch, Audrey? Ja. Oh nein, da ist er wieder. Oh, oh mein Gott, schon wieder. Audrey, er ist zurück. Der Mann? Vielleicht hat der mal die Mutter geholt. Anscheinend kennt sie ihn schon. Er ist so ärger. Angie? Er ist verärgert. Ja, natürlich ist er das. Ich möchte jetzt nicht fluchen, so wie es Grandma immer getan hat. Aber er ist es. Okay. Diesmal gehen wir zusammen dadurch, okay? Und ich möchte, dass du ganz genau zuhörst. Dein Papa und ich werden immer hier sein. Wir werden nicht immer hier sein. Also musst du wissen, was du tun musst. Ich verstehe, Grandma. Ich denke schon. Time will pass, the seasons may change. We know that nothing can ever stay the same. But still the man continues to play his twisted game. Okay. Die Zeit wird vergehen und die Jahreszeiten wechseln. Wir wissen, dass nichts für immer sein kann, aber der Mann wird sein Spiel immer weiter spielen. For the simplest of requests, it's all he's ever wanted. In his unending search, these dark streets he has haunted. Gut, es ist das Einfachste, was er will, was er schon immer wollte. Auf seiner unendlichen Suche durch die dunklen Straßen jagt er. Once night falls, you know he's on the pole. Okay. Wenn die Nacht kommt, weißt du,
erst auf dem Weg. Keep far away else you meet a fate that is assured most foul. Okay. Du wirst also dein Schicksal treffen. Bla 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 bla. Faint tapping at one's window has always been his herald. So spend these next 5 minutes wisely or you may find yourself suddenly empired. Okay, also wir sollen uns beeilen. Jetzt hat es aber schon geklopft. Now proceed with caution, proceed with haste. Also jetzt in Eile und Aufmerksamkeit. Der Mann hat gelernt, dass er keine Zeit zu verschwenden hat. Die Seite, der Rest fehlt. Wie, der Rest fehlt? Was soll ich denn jetzt tun? Oh. Eine Seite. Wie viele Seiten müssen wir finden? Eins. Scheiße. Und wo? Eine Kammer. Wo soll ich die anderen Seiten finden? Da hängt nur eine. Zwei. Drei. Hier, vier. Was ist da? Da geht's raus. Da brauche ich wahrscheinlich nicht gucken, weil... Ach, ich kann raus! Oh, nee! Fünf? Wie viele Seiten brauche ich? Ich habe jetzt fünf. Sind das alle? Schauen wir mal. Ich glaube nicht. Eine Seite fehlt noch. Eine Seite muss noch irgendwo hier sein. Scheiße. Eine Seite muss noch hier sein. Nein, 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 nein. Raus, raus. Okay, was auch immer ich jetzt gesagt habe. Eine Seite muss noch hier sein. Ah! Okay, ist was zu... Oh! Sollen wir die zumachen? Warte, warte, warte. Weil nicht, dass der sieht, was wir machen. Warte mal. Das ist, habe ich jetzt aus dem anderen Spiel jetzt mal so adaptiert vom, Okay, okay, okay. So, was tun wir jetzt? In his quest for a friend, the man never... Okay, soon he will look in the place where food is stored. Okay, wo Essen? Kühlschrank. Not finding a friend. He will next look where the unclean clothes are... Oh, okay, Wäschekorb. The empty room is where he will... Die Kammer, oder? Next he will check the place under the mirror. Okay, im Bad. He will next check under the place where you sleep. Das ist das Bett. Ja, we look under the box, watched. Und der Fernseher. Das heißt, Fernseher und Bett. So, komm, komm, komm. Wo ist das Kind? Follow me. Du gehst hier rein. Halt Audrey. Ja. Okay, okay, okay. Was ich jetzt mache, ist, ich mache hier zu. Ich mache hier zu. Unter dem Bett kann ich mich nicht verstecken. So, das heißt, ich verstecke mich hier. I ain't fitting under there. Thank you.
Wo kann ich hin? Ich glaube, das ist falsch. Das war falsch. Es sind nicht alle Plätze aufgeführt, so eine Scheiße. Oh. Es sind nicht alle Versteckplätze aufgeführt. Mist, der wird mich finden. Mich findet er. Oh. Ist aber entschlossen, ne? Ich hätte in die Kammer gekonnt. Ich hätte in die Kammer gekonnt. Ja. Nee, okay. Scheiße. Das ist der leere Kleiderschrank, genau. Bathroom Sink. Hab ich. Nein, nein. Die Wanne war richtig, die war nicht mit bei. Bei dem anderen war es so, dass du die letzten Plätze eben genommen hast, die Zeit dann abgelaufen war. Es war genau Mitternacht, als Junior einen Anruf von zu Hause erhielt. Von der anderen Seite des Telefons hörte er ein paar verstörende Sounds. Und nach einem kurzen Moment war die Leitung tot. Ihm war klar, dass etwas passiert war und er fuhr direkt nach Hause. Was wird er finden, wenn er nach Hause kommt? Nur die Zeit wird es sagen. Scheiße. Nächste Runde. Das ist die Speisekammer. Da passe ich rein. Okay. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir brauchen die Seiten. Oh, ich sehe gerade, die können immer woanders liegen. 5 sind es, glaube ich, insgesamt. Machen wir gleich zu. Das spart nämlich Zeit. Ich muss hier nicht 5-mal rein und rausrennen. Die machen wir mal auf. Irgendwo hier was. Nee, nein, 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 ist gut, ist gut, ist gut. So, was haben wir? Noch einige, also mehr als eine, okay. Ah, halt, ist hier noch eine drin? Ja. Und da wird eine wahrscheinlich draußen sein. Denke ich mal. Und jetzt. Also. Check the sink with a cabinet. Okay. Küche fällt aus. Die schmutzige Wäsche fällt aus. Kühlschrank fällt aus. Badspiegel fällt aus. Fernseher fällt aus. Boxes were put. Okay. Also, der Kleiderschrank bleibt uns. Und das Bett. Der Kleiderschrank und das Bett.
Ich kann mich da doch nicht verstecken. Oh, scheiße. Ich brauche die Zeit. Cabinet. Unclean closes. Die Badewanne. Die Badewanne ist nicht mit bei. Gott, das ist alles hektisch, ey. Kann mich überhaupt nicht vorbereiten. Das geht so schnell in diesem Teil. Ich mit meinem mega schlechten Gedächtnis, ey. Oh, da sieht man eher mal so ein bisschen. Okay, also hier geht man echt nicht auf die letzten Sachen, sondern... Wo, die Sachen, die nicht mit bei waren. 8-2. Er hatte noch Zeit übrig. Aber er hatte keine Plätze mehr, um danach zu suchen. Yes! Zweiter Anlauf. Geil! Wow! Denkst du nicht, don't think you can just run here. Ach so, glaub nicht, dass du dich mit dem Großmama an mir messen kannst. Weil ich... Knock, knock. Süß. Ach, das Essen. Ja, schön. Audrey, Liebling. Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist nur das Essen, was wir bestellt haben. Audrey! Ach, was mache ich mit dem Kind nur? Geil, zweiter Anlauf. Ja, das erste war echt ein Denkfehler von mir, weil ich halt dachte, du nimmst mir die letzten Plätze. Ich habe nicht darauf geachtet, dass wir hier mehr zur Verfügung haben, als letztendlich aufgezählt werden. Gut, aber das hat man, wie uns hier beim zweiten Mal, dann echt raus. Ja, cool. Ich weiß nicht, was ich jetzt im Hard Mode ändern würde. Können wir einfach nochmal probieren. Keine Ahnung. Wir gehen nochmal rein. Wir haben Zeit. Wir gerade mal 20 Minuten unterwegs. Okay, jetzt suchen wir ganz schnell die Seiten. Das machen wir auch schon mal zu. So, mach zu. Ganz schnell die Seiten suchen. Ich weiß nicht, was im Hardmode jetzt anders ist. Ich habe keine Ahnung. Die Zeit müsste ja die gleiche sein. So. Okay, so, dann sind die anderen wohl draußen. Zwei fehlen mir, glaube ich, noch. Ach ne, hier eine? Eine fehlt mir nur noch. Guck mal eine an. Ja. Oh, das ging schnell. Die hingen hier oben. Das ist gut. Da muss ich gar nicht so weit laufen. Das spart natürlich Zeit. So. Eine fehlt noch. Oh, okay. Muss ich mir doch runter. Ich glaube, hier in der Wohnung war keine mehr. Genau. Schau mal, ob wir das nochmal so hinkriegen. So sauber. One page.
Aber wo? Ach, oh, ja, blind. So, also. Bett sucht er. Küche sucht er. Der leere Raum. Spiegel. Boxes. Food. Kleidung. Scheiße. Kleidung. Die Washtub. They sleep. Okay. Das heißt, Audrey. Follow me. Audrey kann hier rein. Okay, und ich kann, glaube ich, nochmal in die Badewanne, ne? Empty room, mirror, box is put, foot is stored, clothes is washed, und the unclean clothes. Okay, ja. Ich hoffe, das ist richtig. TV und Badewanne war meiner Meinung nach nicht mit bei. Okay, jetzt zählt das Öffnen der Türen auch nicht. In dem ersten Teil zählten auch die Minuten, ne? Wie die Türen geöffnet wurden. Genau, das ist der leere Schrank. Da könnte ich nur Audrey verstecken. Ich habe da ja gar nicht reingepasst. Found nothing. Boxen, genau, der Boxen-Dings. Wäsche waschen, genau. Und jetzt guckt er noch nach der schmutzigen Wäsche. Genau, und dann müsste das... Yes! Wow, das erste Mal, dass ich ein Spiel im Hardmode von denen erledigt habe. Ich glaube, es ging bei den anderen auch schon, aber... Okay. Gut. Was passiert? Jetzt können wir noch mal eine Sache machen. Oh! JP Vermanda! Howdy, Ma'am! Ich habe hier eine Bestellung für Sie. Ich verhungere nach dem ganzen Versteckspiel. Lass uns essen. Ach, cool. Jetzt möchte ich noch mal gucken, was wir für ein Ende spielen, wenn, wenn wir geholt werden. Ja. Hey, Ma. Du bist ja noch so spät wach. Ja. Ich habe auf dich gewartet, um dir was zu erzählen. Okay, was los? Der Mann war heute wieder da. Nein, ist Audrey okay? Mach dir keine Sorgen. Ihr geht's gut. Ich möchte aber erzählen, dass sie das heute Nacht von sich aus sehr, sehr gut gemacht hat. Es wird nicht lange dauern, bis sie bereit ist, es mit dem Mann selber aufzunehmen. Das ist mein Mädchen. Sie ist ein harter Keks. Also sie ist schwer zu knacken. So. Ja. Sie kommt nach ihrer Großmutter, nicht wahr? Ja, das
Wird wohl so sein. Danke, Liebling. Ich gehe jetzt ins Bett. Schlaf gut, Junior. Good night, Ma. Wir sehen uns morgen früh. Ja, cool. Okay, ich will jetzt nochmal rein. Ich möchte jetzt einmal wissen, was passiert, wenn sie geholt wird. Was wir dann noch für ein Ende erspielen. Möchte ich euch gerne noch zeigen. Also im zweiten Anlauf haben wir es aber geschafft. So. Es ist auch nicht so wichtig, ob ich die Türen auf und zulasse, weil, na gut, ich mache die trotzdem aber mal zu, weil sonst weiß er ja gleich, wo wir sind. Gehe ich jetzt mal von aus, weil die Dinger haben ja, in Set-Spielen haben die Dinger ja immer alle einen Sinn. Ja? Die sind nicht umsonst da. Und da dieses Jalousie-Spiel, ich hätte schon aus mehr als einem Spiel kenne, brauche ich da auch gar nicht ausprobieren, ob da jetzt was anderes ist. Das ist Fakt. Okay. Das habe ich gar nicht mitgezählt gerade, macht aber nichts. Ist draußen mehr, aber wir haben genug Zeit. Wir haben genug Zeit. So, hier ist keine mehr. Hat er schon wieder geklopft, schon wieder? Der Arsch. Klopft doch nicht. Eine. Ah. So. Ich muss jetzt nur gucken, wo ich Audrey verstecke. Ah, guck mal. Jetzt sucht er da, wo die in der Badewanne. Okay. Essen. Boxes. Empty Room. Entertainment und unterm Spiegel. Das heißt, er guckt nicht in der Küchenspüle. Hier nicht. Da kann ich Audrey verstecken. Hier kann ich Audrey verstecken. Und ich bleibe jetzt hier stehen. Kann ich ihn kommen sehen? Ich weiß nicht, wann die Zeit um ist. Hier ist eine Uhr. 7.56 Uhr. Wann kommt er um 8? Dann warte ich mal hier auf die Uhr. Jetzt müsste es gleich soweit sein. Ich kann die Uhr von hier nicht sehen und ich will jetzt nicht weggehen. Nein, die ist zu! Warum? Ach nee, ist die Eingangstür erstmal. Okay. Er war bereit. Ach, ach ja. Okay, er hat sie. Was macht er eigentlich mit den Leuten? Frisst er die dann? Okay. Hey Ma, warum ist die Tür offen? Audrey? Oh. Audrey, was ist passiert? Audrey, wo ist Grandma? Audrey, bitte. Du musst mit mir reden. Was ist? Oder war es? The man from the window. Okay. So, dann haben wir alle Endings durchgespielt. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich auf das nächste Spiel von ihm. Ich habe nur ein, zwei Spiele von ihm, die davor rauskamen, die ich noch nicht gespielt habe. Auch die werden wir noch nachholen. Ich wünsche euch hiermit erstmal einen wundervollen Abend. Danke, dass ihr hier wart. Und wir sehen uns die Tage zum nächsten Let's Play. Macht's gut und bis dann.